Ja, moin. Stellen wir uns mal vor, wir befinden uns in einer Küche und dort steht ein AEG-Spüler. Und der funktioniert nicht. Darum handelt es heute in diesem Video. In erster Linie machen wir mal grob die Theorie, dann die Praxis. Und anhand von der Praxis gehen wir, glaube ich, noch im Prüfprogramm die Prüfschritte durch, dass man ungefähr weiß, was was bedeutet, damit man auch mit den Informationen was anfangen kann. Wenn ihr weitere Fragen habt zu Fehlern und der Bedeutung, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich schaue, dass ich euch antworten kann. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal straight in die Theorie. Die theoretische Blende ist schon mal da. Dann müsst ihr im Falle, dass ihr es nicht wisst, das Gerät ausschalten. Der Ein- und Ausschaltknopf ist hier. Dann das Gerät einschalten und 4 Sekunden diese zwei Knöpfe drücken. Wenn ihr nur zwei Zeigefinger besitzt, könnt ihr natürlich auch andere Finger nehmen. Das ist jetzt im Falle dieser Blende. Das kann von Gerät zu Gerät variieren. Wenn ihr mir den genauen Typ in die Kommentare schreibt, kann ich schauen, ob ich eine Lösung auch für euch finde, falls eure Blende etwas variiert. Jetzt sollten die drei Lampen blinken oder leuchten. Und ihr müsst noch einmal mit diesem Knopf bestätigen. Und schon seid ihr beim ersten Fehlercode, erster Step im Prüfprogramm. Der variiert natürlich, je nachdem, was für ein Fehler hinterlegt ist. Aber da kommen wir zur Praxis. Da werden ein paar lustige Fehler angezeigt. Die Praxis. Wieder angekommen bei One Hand Records. Hier probiere ich mit dem Zeigefinger und Daumen zwei Knöpfe zu drücken und mit dem kleinen Finger einzuschalten. Ich habe es nicht registriert, dass es sogar funktioniert. Weil jetzt blinken die Lampen. Und ich wäre im Prüfprogramm. Und das, ich wollte es eigentlich nochmal anständig aufnehmen, aber ich zeige euch auch, wie es möglich ist, mit einer Hand nur das zu machen. Und da bin ich abgerutscht. Jetzt probiere ich es nochmal. Halte die Knöpfe. Und einmal drücken und schon zeigt es den ersten Fehler an, den zweiten Fehler und den dritten Fehler. Also quasi den aktuellen Fehler, den vorletzten und den vorvorletzten. Und hier finden wir uns schon bei 4, das ist der erste Prüfabschnitt. Und dazu kommen wir jetzt. Erklärung der Prüfabschnitte vom Prüfprogramm. Fehlercode 1. In diesem Fall Punkt 10 und auch genau Punkt 10, das heißt zu geringer statischer Wasserzulauf. Und der Timeout von 90 Sekunden hat gegriffen. Fehlercode 2, Punkt 46. Die Kalibrierung des Drucksensors ist fehlerhaft. Ausgangsfrequenz zu hoch. In diesem Fall würde das für einen kaputten Drucksensor sprechen. Den solltet ihr tauschen, aber dazu mehr im nächsten Video. Fehlercode 3, Punkt 43. Das könnte sein, dass bloß das Sieb verstopft ist und der Drucksensor einen fehlerhaften Wert bekommt, könnte natürlich auch einen kaputten Drucksensor ausmachen. An dieser Stelle würde mich interessieren, welche Fehlercodes bei euch hinterlegt waren. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Prüfprogramm Punkt 4. Hier wird das Regenerierungsventil angesteuert vom Enthärter und dann könnt ihr das messen, ob Spannung ankommt oder vielleicht auch das Ventil überprüfen. Bei Punkt 5 wird die Entleerungspumpe angesprochen, sprich Spannung kommt zur Ablaufpumpe oder Entleerungspumpe und so kann diese manuell geprüft werden. Bei Punkt 6 heißt es Füllen auf Niveau. Sofern der Niveausensor, Drucksensor funktionstüchtig ist, füllt die Maschine auf ihr Maximalniveau, um zu spülen. Bei Punkt 7, Heizung ab Niveau, holt die Maschine ebenso Wasser und heizt, wenn das korrekte Niveau erreicht ist. Hier müsst ihr normalerweise auch dann die Umwälzpumpe ansprechen. Punkt 8, hier läuft die Umwälzpumpe mit 2800 Umdrehungen die Minute. Da kann man eben mal die Umwälzpumpe prüfen und schauen, ob alles korrekt funktioniert. Bei Punkt 9 wird die Dosierkombination angesprochen. Das heißt, ist der Deckel offen, wird klarspülerisiert. Ist der Deckel geschlossen, wird der Deckel geöffnet. Ganz praktisch, um ohne sie zu zerlegen oder separat anzusteuern, die Dosierkombination zu prüfen auf Funktion. Und Punkt 10 steuert einen Lüfter an, sofern das Gerät überhaupt einen hat. Aus Erfahrung in den meisten Fällen habe ich nie einen Lüfter gesehen. Okay, das war's vorerst. Danke erstmal, wenn ihr es bis hierher ausgehalten habt. Die Reparatur von dem Gerät kommt als nächstes Video und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet doch gern wieder beim nächsten Mal ein, wenn ihr das sehen wollt, wie ich den Fehler behebe. Wenn ihr nur hier wart wegen der Information, dem Prüfprogramm
oder weil euch das Video irrtümlicherweise vorgeschlagen wurde oder ihr versehentlich draufgeklickt habt und euch das komplett angeschaut habt oder wenn es bei euch als automatisches Folgevideo angeboten worden ist, lasst mich doch nicht dumm sterben, lasst mir einen Kommentar da. Ich verstehe übrigens, wenn man den Kanal nicht abonniert. Das ist halt kein Unterhaltungskontent mit rotem Faden. Wenn ihr aber meiner Reise auf YouTube folgen wollt, könnt ihr mich ja gerne abonnieren. Oder wie gesagt, einen Kommentar da lassen, damit ich weiß, aus welchem Grund ihr hier gelandet seid. Gerne auch mit Anfragen, Tipps oder konstruktiver Kritik. Ich beantworte so gut es geht jede Frage in den Kommentaren, solange es mir möglich ist. Oder probiere ein Video für euch zu machen, damit auch andere mit dem gleichen Problem geholfen werden kann. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Reparatur und auch einen schönen Tag und Peace. Und wie finden Sie den Informationsgehalt, Herr German Refugee? Ich finde den sehr angenehm.